Moin, Kurt Cobain, Zimmer 203. Es ist irgendwie 11 Uhr oder so, Mittwoch. Mitte der Woche, Bergfest. Das bringt mich gleich auf das Thema Bier trinken. Ich habe mir einen Pilsator gegönnt. Zum Wohl. Wir haben heute einen Themenbereich, der für alles wichtig ist. Ich bin alchemischer Alchemist. Und ich spreche schon lange nicht mehr mit dem Tod. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin ein Alchemist, wirklich. Ich habe mit dem Tod gesprochen und er hat mir auch geantwortet. Nicht nur einmal. Ach Mensch, das habe ich über viele Jahre zelebriert. Oberbegriff Zelebration. Thematik Set und Setting. So, was ist ein Set? In diesem Videofall hier jetzt, ja? Entschuldigung, dass ich Fall sage, weil mit Fällen habe ich normalerweise nichts zu tun. Da kommt die Bullerie und dann gibt es Ärger. Ich war schon oft genug in der Zelle, wirklich. Set bei diesem Videoereignis jetzt hier, Zimmer 203, ZTE Smartphone, günstige Variante mit Kameraoption, Beleuchtung, einfach nur urzeitgemäß aus dem Fenster. Ich habe das Oberlicht nicht eingeschaltet, wirklich nicht. Das Set ist jetzt richtig gewählt, wirklich. Und was ist mit dem Setting? Was ist das Setting? Das Setting ist, dass ich eben zelebriert habe, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Das ist aber in der Vergangenheit jetzt. Das ist im Memoria unten. Das hat gewisse Effekte jetzt noch. Ja, das gebe ich zu. Aber es ist bereits zum Set geworden. Zelebriert doch euer Leben. Wenn ihr irgendwelche Substanzen zu euch nehmt, wie zum Beispiel Kaffee, ja, eine schöne Tasse oder ein Becher oder irgendwas so in Richtung Kaffeegenuss, ja, das kann gerne auch löslicher sein, ja. In dem Moment, wo du den Wasserkocher aktivierst, den Becher schnappst, da ein bisschen löslichen Kaffee reinmachst und dann mit dem Wasserkocher zusammen entscheidest, wann die Wassertemperatur richtig gut ist, ja, und dann noch das Einschenken des heißen Wassers zu dem Kaffee, ja, wenn du es richtig machst, dann hast du dir einen richtigen Hochgenuss geschaffen und das wirkt dann auch im Belohnungszentrum. Wenn du dir einfach nur so einen verschissenen Dreckskaffee machst, der dann auch nicht schmeckt, nur weil du süchtig bist nach irgendeiner Scheiße, dann funktioniert das nicht gut. Mein Bier schmeckt gut. Ich habe das gut zelebriert. Wirklich. Auch das Aufmachen, klar. Das war super in Szene gesetzt. Wirklich, das Setting war super und das Set hat hundertprozentig gepasst. Und das ist jetzt auch Teil des Sets. Das ist der Lauf der Dinge. Setting wird zum Set. Wisst ihr, wie auf dich? Wie auf dich? Wisst ihr, wie auf dich? Das habe ich gerade wirklich gesagt. Wisst ihr, wie euch, wie ich, jetzt habe ich ein leichtes Euch mit rausgehauen. Ich bin Linguist. Hört genau zu, was ich sage. Es ist genau die Betonung, die mich zum Lebenskünstler macht. Ich bin Wortkünstler. Ich spiele mit Worten und mit Betonungen, weil ich Vokalist bin. Bullshit! Oder was? Nee, nee. Das ist richtig. Das ist Zelebration.
zelebriere mein Leben. Für mich ist alles Setting und im Memoria unterhalb der Gegenwart wird es zum Set. Ich profitiere von meinem Setting. Ich zelebriere mein Leben. Naja, klar, das ist nicht einfach nur so eine verschissene Dose Bier aufreißen und sich die reinzuknallen, damit die Schädelfraktur da irgendwie mal nicht mehr so weh tut. Von Schädelfrakturen kenne ich was. Aber mal ganz ehrlich, ich missbrauche doch nichts. Ich bin reiner Genussmensch. Habe ich heute Morgen was missbraucht? Rein krankheitsorientiert. Könnte das sein, aber das ist ja die Wissenschaft der Medizin. Ich bin Alchemist. Ich habe lange Jahre mit dem Tod gesprochen. Er hat mir immer geantwortet. Wirklich. Hat er ja. Bis ich ihm eine Schädelfraktur zugezogen habe. Ich habe ihm so auf die Nase geboxt, dass das Jochbein in den Arsch war. Du, wirklich. Und seitdem ist Ruhe. Und seitdem spreche ich mit ihm nicht mehr. Ist auch gut so. Ich bin ja alchemischer Alchemist. Warum soll ich noch mit dem Tod sprechen? Ich habe mich so weit weiterentwickelt, dass ich jetzt freigeistiger, natürlich Mentalist bin, aber sogar zum Authentisten aufgestiegen bin. Und das funktioniert sehr gut. Wenn du es einmal verstanden hast, das Setting im Sekundentakt zum Set wird, dann brauchst du beim Set auch kein Lampenfieber mehr haben. Natürlich, wenn du ein Porno drehst, dann werden irgendwann die Kameras eingeschaltet. Aber sobald die Dinge eingeschaltet sind und du zur Handlung übergehst, dich nicht verhältst, sondern zur Handlung übergehst, dann bist du ganz ruhig. Leb doch dein Leben so. Es ist leicht. Wirklich, also für mich hier, ja, ist das Set perfekt. Und das Setting, das mache ich ja. Naja, klar, ich vokalisiere hier aus meinem Herzen. Mein Kopf hier, ja, der ist da außen vor. Der hat da nichts mit zu tun. Ich denke nichts in diesem Moment. Wirklich gar nichts. Mein Bauch, Hirn ist auch ruhig. Das würdet ihr jetzt auch hören, wenn der irgendwas nicht mögen würde von dem, was das Herz jetzt gerade spricht. Der würde so laut agieren, das würdet ihr sogar in dem Video jetzt hier über das Mikrofon hören. Es ist alles cool. Mein Herz spricht, mein Kopf ist vollkommen frei für die Memoria-Effekte. Ach komm schon, zelebriert euer Leben, ich bin Lebenskünstler. Ich mache es euch vor, in diesem Moment spricht mein Herz zu euch. Mein Kopf ist vollkommen frei, total entspannt das Organ da oben drin. Und das ist wichtig für Präkognition. Die Worte, die aus mir raussprudeln, die formuliert mein Herz. Und mein Herz braucht ein ganz komplett entspanntes Memoria-Organ hier oben im Schädel, damit die Präkognition über jede Zelle des Einzelnen individual, psychologisch zusammenstrukturierten Körpers funktioniert. Bist du fettleibig? Stimmt. Es ist nur Wasser. Geh doch gut zur Toilette und du hast deine Idealfigur, so wie du dich siehst. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen Krankheit relativiert, ja. Das weiß ich. Aber jetzt ganz ehrlich, ist die sogenannte Fettleibigkeit wirklich krankheitsorientiert?
einzuordnen. Übergewicht. Das sagt doch nur, dass du dich nicht wohlfühlst. Dann geh doch gut zur Toilette. Ja, über Set und Setting wird das funktionieren. Du, es gibt natürlich Fettgewebe im menschlichen Körper. Das ist ja so, das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen durch die Medizin. Es gibt ja auch Fettabsaugung und diese ganze Scheiße halt. Das braucht kein Mensch. Lass das überschüssige Wasser in die Toilette, ja? Und das, was da so genannt an Fett ist, ja, das kann der Körper ruckzuck in Fettsäuren umwandeln und über die Haut ausscheiden als Pflegeprodukt. Das macht meine Haut ja auch. Nee, ich bin nicht fettleibig. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin. Denn Dicke haben's wirklich schwer. Mit Schwesterlagen jetzt auch noch. Ja, komm schon, das ist Wasser. Das, was da an Fettsäuren drin ist, das kann der Körper zu Öl umformatieren und über die Haut ausscheiden. Das pflegt deine Haut, dann wird die richtig rein. Von Set und Setting über Zelebration jetzt wirklich zur Fettleibigkeit da, scheißegal. Pinkel dich frei. Das ist nur Wasser. Wasser in den Beinen, noch irgendwas, jetzt reicht's. Das muss genügen.